kommen wir mal zu etwas anderer Schokolade. Weiße Matcha-Schokolade von Alnatura habe ich neulich mal entdeckt, mir direkt gekauft und stelle sie euch jetzt in diesem Video vor. Ganz viel Spaß wünsche ich euch dabei. Ja, ich war neulich, ich glaube es war bei Müller Drogerie, da habe ich das gesehen und ich dachte mir so, yo, probier es doch mal aus. Ich glaube, ich hatte vorher irgendwie meinen ersten Matcha Latte getrunken oder meinen zweiten war es und der war ganz lecker und deswegen dachte ich mir, komm, weiße Schokolade mit Matcha, das kannst du mal ausprobieren von Alnatura, die ja glaube ich auch bei der normalen Schokolade relativ gut abgeschnitten haben. Preis, sorry, weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass sie mehr als 2 Euro gekostet hat. Dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht gekauft. Mehr als 2,50 wird sie nicht gekostet haben. Für diese 80 Gramm, wohlgemerkt, vegan laut Rezeptur. Also, ach so, damit meinen die dann wohl Betrieb, genau, ich wollte gerade sagen, das Rezept ist vegan, aber in diesem Gebäude wird auch Milchprodukte verarbeitet. Man muss ja eher selber wissen, ob er das dann kauft. Ja, also so erstmal. Ja, Matcha ist übrigens grüner Tee. Bio-Kakao-Zubereitung hell mit gemahlenem Grüntee. Matcha, die Zutaten sind Kakaobutter. Sorry, das Video hat abgebrochen. Die Zutaten sind Kakaobutter, ihr habt es vielleicht gar nicht mitbekommen. Rohrzucker, Reissirupulver, Erdmandeln gemahlen. Erdmandeln sind lecker. Sehr lecker. Grüntee gemahlen, Matcha. Speisesalz ist auch drin. Und Bourbon-Vanille-Extrakt. Alles Bio-Zutaten, hochwertige Zutaten, keine Spielereien. Ich bin sehr gespannt. Nährwerte haben wir hier. Könnt ihr euch gerne mal pausieren und anschauen. Letztlich natürlich Schokolade. Hergestellt in Deutschland. Oh, das finde ich auch schon mal ganz gut. Nicht EU. Okay, cool. So, einmal auspacken hier. Sie wird vermutlich grün sein. Gerne auch von euch mal so andere Empfehlungen von Produkten, die es so bei Rossmann und Co. gibt. Da wollte ich sowieso mal auch ein Einkaufsvideo zu machen, was man da so bekommt. Ist so ein bisschen so, da gehe ich zwar oft hin, aber so viele Food-Tests von da habe ich noch nicht unbedingt gemacht. Ich denke, da gibt es einiges, was Potenzial hat. So sieht sie aus. Grün, wer hätte das gedacht? Ja, jetzt probiere ich einfach mal ein Stück. Ja. Weiße Schokolade. Also ich glaube, der Grüntee, der ist irgendwo ganz im Hintergrund gewesen. Ja. Also wirklich grün schmeckt sie jetzt nicht nach Grüntee. Also dass sie jetzt nicht grün schmeckt, das ist jetzt ein Witz, ja. Aber ich meine, ich finde nicht, dass man Grüntee sonderlich schmeckt. Und wie gesagt, mal so ein Matcha Latte. Und der war deutlich teeiger, grünteeiger als dieses Ding hier. Ja, irgendwie jetzt soeben so ein bisschen durchgefallen. Ich meine, man will ja vielleicht auch keine Schokolade haben, die penetrant nach Tee schmeckt. Aber wenn was mit Matcha draufsteht, müsste es vielleicht ein bisschen mehr drin sein. So im Hintergrund, der Atmen ist, man hat so ein, vielleicht so eine ganz minimale bittere Note, wie es auch bei grünem Tee ist. Aber da bleibe ich bei einfacher weißer Schokolade. Da brauche ich keine Alnatura weiße Matcha-Schokolade. Ich sage, nein, danke, nicht für mich. Wenn ihr sie schon mal probiert habt, würde ich mich aber freuen, wenn ihr vielleicht meine Meinung kritisiert und neben mir sagt, boah, das Zeug war total geil, du hast keine Ahnung, du Penner. Dann schreibt es bitte in den Kommentar, ohne das Penner. Außer ihr seid der Meinung, dass ich wirklich ein Penner bin, dann könnt ihr das auch schreiben. Und ansonsten sage ich, ja, Fail muss manchmal auch sein. Danke fürs Zuschauen.